Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, der Kollege Koblin von der Linksfraktion hat gesagt, wir haben Handlungsbedarf. Ich frage mich, haben wir Probleme mit der Hebammenausbildung? Also das ist bei mir noch nicht angekommen. Meines Wissens nach haben wir Probleme damit, dass nicht genügend Hebammen da sind, wie andere Berufe, Gesundheitsberufe auch. Also das gilt also auch für die Hebammen. Also deswegen haben wir meines Erachtens nach kein Problem mit der Ausbildung der Hebammen, sondern die Hebammen sind bei uns gut ausgebildet und sie machen also eine gute Arbeit und das ist alles also sehr zu honorieren. Ich will hier nicht missverstanden werden. Auch die SPD hat kein Problem mit der Akademisierung des Hebammenberufs. Aber was ich mehr in den Fokus stellen will, ist einfach die Frage, muss eine derartige Ausbildung nicht durchlässig organisiert sein? Also es hängt doch immer stark davon ab, was für Berufswünsche ich habe. Also wenn ich akademisch ausgerichtet im Soll tätig sein will, dann sollte eine akademische Ausbildung haben. Will ich mehr praktisch arbeiten, finde ich also halt diese Ausbildung, die wir im Augenblick anbieten, ist doch also halt eine super Geschichte. Also jeder, der hier ans Mikrofon tritt, der sagt, unsere Hebammen, die so ausgebildet sind, wie sie ausgebildet sind, machen eine hervorragende Arbeit und nehmen diesen verantwortlichen Job 1A wahr. So, das ist hier Konsens also heute in dieser Runde. Deswegen kann ich jetzt nicht erkennen, dass wir da derartige Ausbildungsdefizite haben. Wir müssen noch mal gucken, also halt, woher das Thema kommt. Das Thema kommt von der europäischen Ebene, die bei Gesundheitsberufen, auch bei der Pflege übrigens, sagt, wir brauchen hier eine andere Form also halt von Qualifizierung. Dabei habe ich den Eindruck, werden oft Äpfel und Birnen miteinander verglichen. Gerade wenn man so in den europäischen Kontext kommt, das Thema duale Ausbildung, wie sie bei uns vorhanden ist, ist in anderen europäischen Ländern derartig nicht also etabliert. Also insofern sind die andere Wege gegangen. Und jetzt herzugehen und zu sagen, ja, weil die europäische Ebene das also halt verlangt und weil wir das auch irgendwie nachvollziehbar finden, machen wir das jetzt auch. Also wir müssen uns nicht alles aufoktroyieren lassen. Wir haben hier gute Sachen bei uns in der Bundesrepublik Deutschland und da muss man erst mal gucken, also dass solche Sachen dann auch also erhalten werden. Natürlich nochmal, Akademisierung ist wichtig, auch in der Pflege ist Akademisierung wichtig, aber nicht also halt in toto. Man muss gucken, also halt, dass, wie gesagt, Bildung durchlässig organisiert wird. Und insofern ist es natürlich auch sinnvoll, darüber nachzudenken, dass wir eine akademische Hebammenausbildung in Mecklenburg-Vorpommern quasi also halt anbieten. Aber dass hier also halt jetzt die Welt zusammenbricht und wir einen derartigen Handlungsdruck hat, meine sehr geehrten Damen und Herren, das kann ich nicht erkennen. Und vor allen Dingen, also Herr Koblin, wenn Sie dem Kollegen Liskow richtig zugehört haben, dann hat er hier vorne referiert, was das Bundesgesundheitsministerium auf den Weg bringen wird, also halt in den nächsten Monaten. Und insofern also würde ich Sie bitten, noch mal hier nach vorne zu kommen und zu sagen, also halt, wo jetzt also halt hier und heute der Handlungsbedarf also akut ist. Das kann ich nicht erkennen. Und insofern, sage ich mal, kann man resümieren, der Rest ist gesagt, die wesentlichen Dinge sind hier zum Ausdruck gebracht worden und insofern auch die SPD-Fraktion wird ihren Antrag ablehnen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus